Bei Maybrit Illner kam es zum Eklat zwischen AfD-Bundesfraktionschef Alexander Gauland und Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt. In der Spezialsendung zum Umbruch der deutschen Parteienlandschaft nach der Ära Merkel waren die beiden bereits beim Thema Klima heftig aneinander geraten, als es im Finale der Sendung um die Flüchtlingsthematik ging. Gauland behauptete, die SPD müsse sich entscheiden, für wen sie Politik machen wolle. Bei den GroKo-Verhandlungen war der Familiennachzug von Flüchtlingen die größte Sorge der SPD. Das interessiert keinen Facharbeiter bei Ford, so Gauland. Göring-Eckardts wütende Reaktion: Sie tun nichts für die Leute, sie kuscheln mit Nazis und schüren Hass und Hetze. Wir werden das nicht zulassen. Auch um die AfD-Spendenaffäre ging es bei Maybrit Illner. Gauland gab sich demonstrativ gelassen. Doch schon vor dem Parteitag am Freitag muss der Bundesvorstand das heikle Thema aufarbeiten. Diese Woche war bekannt geworden, dass der Kreisverband von Mitfraktionschefin Alice Weidel eine illegale Spende in Höhe von 130.000 Euro annahm. Die Staatsanwaltschaft will gegen Weidel ermitteln. Dazu muss der Bundestag jedoch ihre Immunität aufheben. Mehrere Politiker fordern ihren Rücktritt.